Nun kam jemand von den Gegnern, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mittagsschläfchen gemacht hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sein Schwert aufgehängt an irgendeinem Baum, Ast, Zweig. Und da schlich sich einer dieser Feinde hin. Und die Sahaba haben das nicht mitbekommen. Und hat den Schwert genommen und hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgeweckt und hat gesagt, so, und wer beschützt dich jetzt vor mir? Ja? Dann sagt er, Allah. Da ließ er, dieser Feind, das Schwert fallen. Und dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Schwert und dann sagt er, und wer beschützt dich jetzt vor mir? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn dann gelassen. Auch wieder ein Beweis, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden umging. Alle, die den Propheten nicht kennen, sallallahu alaihi wasallam, ob Muslim oder nicht Muslim, würden denken, ah, der hat ihm sofort den Kopf abgehakt. Aber sofort. Der wollte ja, er hat ja das Schwert genommen und hat ihm gesagt, so, wer beschützt dich jetzt? Also ich meine, dieser Feind. Er wollte ja den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten. Aber hat er ihn getötet? Nein. Hat er ihn verletzt? Nein. Also sagt sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum soll ich ihn jetzt umbringen? So liebevoll war der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden im Krieg. Nicht nur mit seinen Feinden außerhalb des Krieges. Es ist Krieg. Und einer hat sich rausgeschlichen oder reingeschlichen, bis er beim Propheten war, alaihi salatu wasallam. Und da eben hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelassen und hat ihn nicht weiter bestraft. Also weder gefangen genommen, noch getötet, noch irgendetwas.